die Ausstellung zeigt das umfassende Werk eines Mehrfachbegabten. Gerhard Rühm ist Musiker, ist Komponist, ist Literat, ist bildender Künstler und hat immer oder Zeit seines Lebens an den Schnittstellen der jeweiligen Gattungsgrenzen gearbeitet und versucht hier zu einer neuen oder zu neuen Synthesen zu kommen und neue Ausdrucksformen zu finden. Es ist, soweit ich das jetzt sehe, die größte Ausstellung, obwohl ich schon mehrere Museumsausstellungen hatte, die größte, die ich bisher zustande gebracht habe. Und ich bin auch mit der Hängung außerordentlich zufrieden. Roman Grabner hat das also perfekt gemacht. Ich kann es mir eigentlich besser gar nicht vorstellen. Also in dem Sinn bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich. Und was mich auch sehr freut, ist, dass eine Arbeit, die mir sehr wichtig ist, auch als Buch erschienen ist, nämlich Geometrie und Leidenschaft als Sonderpublikation. Der Katalog kommt ja etwas verspätet, aber auf den freue ich mich natürlich auch schon sehr. Das war ursprünglich ein Buch mit geometrischen Darstellungen, also mit Entwürfen oder wie man geometrische Dinge darstellen kann. Und das habe ich zerlegt und auf die einzelnen Blätter gezeichnet. Also das eine Beziehung hergestellt sozusagen zwischen strenger Linie, also lineal gezogener Linie und gestischer Linie, die also aus der freien Bewegung kommt. Das ist etwa ein Motiv, das übrigens in einigen meiner Zeichnungen immer wiederkehrt, dass ich der freien Geste, Zeichnen ist ja eigentlich eine gestische Kunst. Und ich habe immer auch meinen Studenten gesagt, Studentinnen, dass Zeichnen mehr mit dem Tasten, als mit dem Tastsinn, als mit dem Sehsinn zu tun hat, also von der Produktion her. Und weil man ja Ausdrucksgesten zur Darstellung bringt. Und in dem Sinn war das für mich also sehr wichtig, dieser freien Linie, der gestischen Linie dann das Abstrakte sozusagen des Geometrischen gegenüberzustellen.